und der Bahn. Die Bahn. Willkommen noch einmal in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Eine außerordentlich erstaunliche Entwicklung war in diesem Jahr hier zu beobachten. Nach dem Kollaps von Sponsor Metabox schienen hier die Lichter auszugehen. Der Patient war klinisch tot, dachte man. Dann gab es eine beispiellose Rettungsaktion. Da wurde alles umgekrempelt, was man so umkrempeln kann. Was blieb, war ein frenetisches Publikum. Über 5000 Zuschauer haben sie hier im Schnitt. Viele Spieler wurden weggeschickt. Es wurde ein Komplettmahlzeit, neues Team verpflichtet. Und diese in der Mitte der Saison zusammengestoppelte Mannschaft hat jetzt tatsächlich die Playoffs erreicht. Und einer ragte dabei heraus. John Celestant, der neue Star in Braunschweig. Von der NBA in die S-Oliver Basketball-Bundesliga. Er hat schon das geschafft, wovon jeder Basketballprofi träumt. In der großen NBA spielen und dann auch noch gewinnen. Champion letztes Jahr mit den Los Angeles Lakers. Siegen mit Shaquille O'Neal, Kobe Bryant und Co. bedeutet auch Erfahrung sammeln und weitergeben. Einige Sachen, die ich von Kobe gelernt habe, versuche ich jetzt hier in Braunschweig meinen Mitspielern zu zeigen, so wie Kobe es mir beigebracht hat. Der Amerikaner, Hauptgrund für den Aufschwung in Braunschweig. 21 Punkte pro Spiel, die Playoffs erreicht. Jetzt will er mehr. Er will alles. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich möchte das nach Braunschweig bringen, was wir in Los Angeles hatten. Die Meisterschaft. Vorsicht, Bonn. John Celestant greift an. Die Telekom Baskets sind sicherlich gewarnt, aber bestimmt nicht eingeschüchtert. Sie sind Zweiter der Tabelle und sie haben gute Karten, der Alba Jäger Nummer 1 zu werden. Wenn das Spiel heute ansatzweise nur das zeigt, was wir im Hinspiel gesehen haben, ja dann Heidewitzka, dann wird es so richtig rappeln in der Häuser. Da siegten die Bonner nämlich 121 zu 102. Das höchste, das punktreichste Resultat bislang in dieser Saison. Ob es heute also wieder so ein Offensivfeuerwerk geben wird, das zeigt uns Frank Buschmann. Ab jetzt gibt es 9 Minuten lang ihn hier, John Celestant, einen leibhaftigen NBA-Champion und versprochen 9 Minuten ein Basketball-Feuerwerk. Die Gäste aus Bonn in den schwarzen Trikots hier in der Abwehr mit Problemen in der Anfangsphase gegen einen anderen Amerikaner bei den Gastgebern, bei den Braunschweigern. Das hatte Bruno Sutsche, der Bonner Trainer, schon geahnt. Der ist quirlig, der ist fix auf den Beinen. Robert Conley, er bereitete in der Anfangsphase den Gästen aus Bonn jetzt hier im Ballbesitz Kopfzerbrechen. Das Spiel ohne Abtasten, es ging direkt richtig rund in der Anfangsphase. Beweis hier, Mark Miller erfolgreich von der Dreipunktlinie für die Telekom Baskets aus Bonn. Da ist John Celestant. Er soll das Spiel machen. Er soll lenken, was da abgeht auf dem Parkett für die Gastgeber. Ganz ruhiges Passspiel. Geduldig auf den freien Mann warten wieder Robert Conley. Wo ist er denn, der Freie? Da in der Ecke mit der 6, Jason Mail. Und auch auf dieser Seite ein erfolgreicher Dreier durch Jason Mail. Dann wieder die Bonner. Perica mit Schwächen im Abschluss. Ballgewinn Braunschweig und dann geht's ganz schnell. Celestant, dazu ist er da. Der weiß, wo der Ball hin muss. Und den Abschluss besorgt wieder Robert Conley. Sehr, sehr schöner Schnellangriff der Gastgeber. Celestant macht Tempo. Verginella leitet sofort weiter. Und das hier ist Körperbeherrschung. Bruno Sotsche sauer, der Trainer der Bonner. Defense. Nichts hasst der Übungsleiter der Telekom Baskets mehr als Nachlässigkeiten in der Verteidigungsarbeit. Oje, oje. Und das gibt wieder Ärger für die Bonner. So frei wollte Sotsche John Celestant eigentlich nicht zum Wurf kommen lassen. Das Spiel die gesamten ersten 10 Minuten über vollkommen ausgeglichen. Earl Beacham von der Dreierlinie. Gunman, Scharfschütze nennen sie ihn in Bonn. Deshalb. Sein dritter erfolgreicher Dreier im ersten Viertel. Er sorgte für die Führung der Bonner. Die hatte auch Bestand zu Beginn der zweiten 10 Minuten. Sehr abgezockt gespielt von Kelechewicz auf Branko Klepac. Das lohnt sich noch einmal in der Verlangsamung anzuschauen. Schön hier der Ableger. Und jetzt gucken Sie mal. Hups,
Einmal nucken, die Verteidigung fliegt und ganz locker reingemacht das Ding. Zum Ärger von Braunschweigs Trainer Ken Scalabroni. Jetzt war der sauer, ob der Verteidigungsleistung seiner Mannschaft. Vorne, da spielten sie gut, da spielten sie ruhig, da spielten sie clever und suchten ihren Scharfschützen. Und der heißt Jason Mayle, auch schon sein dritter erfolgreicher Dreier. Braunschweig blieb im Spiel. 45 Sekunden noch bis zur Halbzeitpause. Mark Miller für die Telekom Baskets aus Bonn. Das Spiel immer noch eng und Bonn immer noch unglaublich stark von draußen, von jenseits der 6,25 Meter Linie. Jan Sprünke, wie lange ist noch Ken Scalabroni? Genug Zeit für seine Mannschaft, da noch etwas ranzukommen vor der Halbzeitpause. Und das besorgt ein Hühne. 2,15 Meter ist der groß. Sergej Smirnov mit ganz, ganz viel Willen sorgt er für den Halbzeitstand von 49:55. Alles noch drin für die zweite Halbzeit aus Sicht der Gastgeber, aus Sicht der Braunschweiger. Es wurde klasse gespielt, es wurde aber auch um jeden Millimeter, um jeden Ball gefightet in dieser tollen Partie. Rein in die zweite Halbzeit, immer noch alles möglich. Bonn wirkte aber sehr, sehr clever, sehr abgezockt. Mark Miller. Igor Pirica und auch der lange Mann kann es von draußen, der nächste Dreier. Es war ein Drei-Punkt-Festival, sehr zur Freude der 500 mitgereisten Bonner Fans unter insgesamt 5.500 Zuschauern in der Volkswagenhalle. Aber was der Pirica kann, das kann der Marc Flick hier mit der Nummer 10 auf Braunschweiger Seite schon lange. Es ging ratzfatz rauf und runter, ein Dreier nach dem anderen. Jetzt wieder die Bonner, Mark Miller, Kilicevic. Richtig, auch das war wieder ein Dreier. 60% die Trefferquote der Bonner von der Dreipunktlinie bis zu dieser Phase des Spiels. Alle trafen, auch der Mann mit der 10, Paul Burke. Sie spielten sich in einem Distanzwurfrausch, die Gäste. Bonn ging jetzt ein wenig weg. 9 Punkte die Führung im dritten Viertel. Beecham, schon wieder einer? Nein, aber Offensiv-Rebound für die Bonner. Und noch einer von Pirica. Probleme jetzt da hinten bei Braunschweig. Und wer so viele Chancen zulässt, der darf sich nicht wundern, dass dann im vierten oder fünften Versuch das Ding doch reingeht. Zotsche zufrieden mit seinen Langen vor allem. Schon so etwas wie eine Vorentscheidung? 10 Punkte Führung für die Gäste? Nee. Braunschweig mit Kämpferherz. Schöner Pass hier. Und auch da wird gekämpft und gefightet im Nachsetzen. Verginella für Stadtsport Braunschweig. So heißt der Verein ja jetzt. Hier der schöne Durchstecker von John Celestin. Der hielt sich in dieser Phase zurück. Aber der Pass klasse, genauso wie die Einsatzbereitschaft hier von Sergej Smirnov. Und so kamen sie wieder ran. Und die Bonner vielleicht doch nicht immer so souverän. Doch, Pearl Beecham heiß gelaufen. Der nächste erfolgreiche Dreier. Die Braunschweiger gegen diese Distanzwürfe bis dahin mit keinem Mittel in der Verteidigung. Aber im Angriff, da waren sie gut drauf. Auch ein Dreier. Wahnsinn, Wahnsinn, Mark Flick. Und dann drehten die beiden Amerikaner auf. Conley, Robert Conley und John Celestin, der NBA-Champion. Sie sorgten dafür, dass es noch einmal ein richtig enges Ding wurde, dieses Basketballspiel. Bonn war weg bis auf 12 Punkte. Aber Celestin und Conley führten Braunschweig wieder heran. Wir sind 30 Sekunden vor Ende der Partie. 2-Punkt-Führung nur noch für die Gäste. Und ein echter Go-To-Guy, wie die Amerikaner sagen, der nimmt das Spiel dann in die Hand, so wie hier John Celestin. Riesenpartie von ihm. Und er sorgt mit diesem Korb für die Verlängerung. Unentschieden gibt's nicht im Basketball. 5 Minuten extra Spielzeit in der Volkswagenhalle. Wer hätte das gedacht? Und rein in die extra 5 Minuten. Bonn jetzt mit unerklärlichen Fehlern. Nichts mehr zu sehen von Souveränität. Und Braunschweig im Rausch. Celestin auf Conley. Und spektakulär wurde es jetzt auch noch. Rums. Robert Conley. 34 Punkte machte der insgesamt. Und Bonn völlig von der Rolle. Nächster Fehlwurf. Josipovic. Und Braunschweig kontrolliert den Ball und diese Verlängerung. Ein irres Basketballspiel.
Bonn sah lange, lange wie der sichere Sieger aus. Und dann der Braunschweiger Basketballrausch in den letzten Minuten der regulären Spielzeit und eben in der hier jetzt laufenden Verlängerung. Conley, wieder 1-gegen-1 Situation. Und auch der ist drin. Robert Conley, Weltklasse. Hoffnung, ja, so lange war nicht mehr. Auch wenn Bonn hier noch einmal durch Igor Perica, nein, und Ivo Josipovic verkürzt, Braunschweig hatte das Ding gekippt durch eine fantastische Leistung in der Schlussphase, durch eine Riesenverlängerung. Es war nur noch Feiern angesagt in der Volkswagenhalle. Celestin und er hier, Robert Conley, sorgten für kollektiven Jubel. Wahnsinn, irre. Es gibt viele Superlative, alle treffen zu auf diesen 110-104 Erfolg der Braunschweiger über Bonn. Ein Sieg des Willens, mal wieder in Braunschweig, ein kleines Basketball-Wunder. Das waren die Highlights. Und jetzt zur Analyse ins Direktanlagebankstudio. Aus der beliebten Serie Hinten kackt die Ente haben wir heute ein begeisterndes Basketballspiel gesehen. Ken Scalabroni, der Braunschweiger Coach, ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Mit 14 Punkten lagen sie hinten. Wie kam diese Wendung dann noch zustande? Ich glaube, die Spieler haben heute sehr viel Mut gezeigt, sehr viel Herz. Es sah wirklich schlecht aus. Aber die Mannschaft wusste, wegen eigener Erfahrung, das Spiel gegen Trier lagen wir auch 14 Punkte zurück. Sie wussten, sie konnten das noch mal schaffen, wenn sie zusammenspielen. Das haben sie heute, glaube ich, sehr gut und eindrucksvoll gezeigt. Ja, eine Mannschaft, die sehr nervenstark ist, die das liebt, glaube ich, wenn sie richtig unter Druck steht. Ne? Sie haben letzte Woche beim Abstiegskandidaten in Hamburg verloren. Heute schlagen sie den Tabellenzweiten. Wie ist diese Wechselhaftigkeit des Teams zu erklären? Schwierig zu beantworten. Die letzten drei Spiele, ich glaube, wir haben etwas in Selbstvertrauen verloren, weil wir waren irgendwie ungeschlagen und haben alles sehr schön und aufregend gespielt. Aber da war der Wurm dann auf einmal. Und Selbstvertrauen im Sport ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Und das hat, glaube ich, die letzten drei Spielen gefehlt. Und heute wollten die Spieler, glaube ich, das unbedingt zurückholen. Und das haben sie gemacht. Der Wurm ist raus in Braunschweig und wir schauen rein in die Tabelle. Albers erste Saisonniederlage. Gestern haben wir ausführlich gewürdigt, aber wir schauen noch mal eben, zu welcher Begeisterung es führen kann, wenn man den deutschen Meister, den Tabellenführer schlägt. Beim Mitteldeutschen Basketballclub, da ist gestern schlicht das Dach weggeflogen. Bonn also wird am übernächsten Wochenende mit Leverkusen den zweiten Platz ausspielen. Und auf 8 jetzt im Augenblick die Frankfurter Braunschweig 1 geklettert. Ken, herzlichen Dank fürs Hiersein. Alles Gute. Eventuell kommen Sie sogar an Alba vorbei in den Playoffs. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit das geht mit Braunschweig. Welche Perspektive haben Sie? Also, ich glaube, unsere Zukunft liegt in unsere eigenen Hände. Wir müssen das letzte Punktspiel in Berlin bestreiten. Wir werden versuchen, ein gutes Spiel dort zu zeigen. Und dann nehmen wir es, wie es kommt. Okay. Wenn Sie Lust haben auf großen Basketball, Mitte der Woche, Donnerstagabend,